Ob Lampe, Fernseher oder Computer, ob Smartphone, Tablet oder Föhn, alle unsere Geräte, die wir täglich benutzen, fressen Strom. Und das kostet. Leider in den vergangenen Jahren immer mehr. Doch wieso eigentlich? Wie setzt sich der Strompreis zusammen? Reine Abzocke der Energieversorger, denken viele, aber so einfach ist das gar nicht. Also aufgepasst. So einfach ist das. Naja gut, ging jetzt ein bisschen schnell, oder? Also fangen wir mal von vorne an. Per Steckdose gibt's zu Hause Strom. Von hier bekommt jeder Haushalt Elektrizität, wann wir es wollen und so viel, wie wir brauchen. Dafür, dass das so funktioniert, sorgen Stromanbieter. Ob Kraftwerke, die mit Gas, Sonne oder Wind betrieben werden, sie alle produzieren Strom. Doch nur 30% des Preises entfallen auf die Energiebeschaffung und den Vertrieb. Nur den Teil können die Stromanbieter beeinflussen. Nach diesen Kosten sind die Steuern größter Bestandteil des Strompreises. Mehrwertsteuer und Stromsteuer machen zusammen 24% des Strompreises aus. Hinzu kommen rund 20% des Strompreises für die Netzentgelte. Zusätzlich wird von den Kommunen eine Konzessionsabgabe berechnet. Dafür, dass die Netzbetreiber öffentliche Straßen und Wege benutzen, um Leitungen zu bauen oder instand zu halten. Die Bürger profitieren, weil die Kommunen vor Ort investieren. Allerdings macht das weitere 6,4% aus. Hinzu kommen noch Entgelte für Messung, Abrechnung und Messstellenbetrieb, welche 2,5% vom Strompreis ausmachen. Am stärksten aber steigt die EEG-Umlage. Sie nimmt mittlerweile fast 14% ein. Damit finanzieren Verbraucher den Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Umlage steigt, umso billiger der Strom an der Börse wird. Denn Wind-, Solar- oder Biomassestrom werden vorrangig ins Netz eingespeist und erhalten gesetzliche Garantiepreise. Am Ende bleiben für Unternehmen so nur noch 30% für Energiebeschaffung und Vertrieb, den sie vom Strompreis selber beeinflussen können. Der Staat kassiert dabei mehrfach, denn die doppelten Steuern und Abgaben gehen auf sein Konto und treiben den Preis am meisten. Verschärft wird es durch Befreiungen für bestimmte Unternehmen. Was diese nicht zahlen, zahlen andere mit. Verglichen mit 1998 sind die Steuern, Abgaben und Umlagen, die ein Drei-Personen-Haushalt für seinen Strom zahlen muss, um mehr als 240% in die Höhe geschnellt. Und das macht den Strom teuer. Dagegen wird der Anteil des Strompreises, den Stadtwerke noch beeinflussen können, durch die stetig steigende Anzahl und Höhe der Umlagen immer geringer. Dies führt dazu, dass die an die Kunden weitergegebenen Vorteile aus der Beschaffung im Endeffekt finanziell kaum spürbar sind.